Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Transport Fever mit mir, den Static Assis. Wir haben jetzt erstmal einen Zug. Und hier neue Wägelchen. Und zwar 11 Passagiere und die können 60 km/h. Die können 50. Kosten auch nur 150. Und dann nehme ich die auch. Oder? Ja, nehme ich natürlich auch. Weil die können 60 und wir haben hier eine neue bekommen. Die kostet übelst viel, kann auch nur 40 Stunden gehen. Ja. Und ja, deswegen nehme ich auch noch die. Und das sind, sagen wir mal, bei der Elsdorfer Strecke nehme ich mal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die tue ich dann mal zuweisen auf Elsdorf. So. Hier kaufe ich die erstmal. Und Wägelchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und setze die auf die andere, auf Beltheim. Und wir haben ein neues Fahrzeug, und zwar ein Schiff. Ein Fronteck. Oder Frontneck. Ein Frontneck. Ein Frontneck, So. Gucken erstmal hier die Strecken. Fahren wir eine Runde mit hier am besten. Am besten hier. Setzen uns mal vorne rein. Aber am besten erstmal hier. Ist doch alles aus. Alles ist weg. In den Kurven waren da gerade leichte weiße Linien. Okay. Gucken wir doch mal, was wir vollbracht haben. Hinten sieht man schon das Örtchen. Ah, das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier muss auf jeden Fall noch ein Signal hin. Das müssen wir dann noch machen. Oh. Habe ich einen kleinen Fehler gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, aber gucken wir es mal. So, der fährt auf die Linie jetzt. Müsste der Elsdorfer auf die rechte gehen. So, jetzt fährt er hier an den Bahnhof ran. Steht da schon wer? Noch nicht, ne? Hier steht noch niemand. So, wenn der jetzt Elsdorf jetzt auch hier hin möchte, müsste der jetzt eigentlich uns jetzt links entgegenkommen. Mal sehen, ob das der Fall ist. Oder ob der dort oben einfach nur wartet. Daraus zu verlieren wir wahrscheinlich jetzt an Geschwindigkeit. Noch sind wir bei 7. Nee, man gewinnt, jetzt verliert man wieder. Er verliert ein wenig, aber gleich geht es wieder voller Kraft voraus.
Anscheinend funktioniert es ja. Da haben wir keinen Fehler vor uns gesehen. Da ganz schön zu kämpfen hier. Holla, die Waldfee. Ich glaube, der Zug ist erstmal nach Elsdorf gefahren. Hier ist ein kleiner Hockel drin. Schwupp. Super. So, da ist ein Häuschen in der Mitte. Das wird wahrscheinlich das Depot sein. Nehme ich jetzt mal stark an. Und hier ist eine Straße. Dann werden wir mal gucken. Das ist unser alter Gleisversuch hier. Jetzt links. Hier hinten ist erst auf der Linie das Depot. Ach, da hinten seht ihr ja, auf der rechten Seite ein bisschen Qualm. Da ist der Elsdorfer gerade. Da ist der Elsdorfer. Das haben wir auf jeden Fall. Das haben wir richtig gemacht. Oder? Nein, der kann da von der Seite einfahren. Genau. So war der Plan. Weil ja ausfahren, ja, macht wenig Sinn. Weil wenn der jetzt schon den näheren Bahnhof hat auf der Seite, macht das ja mehr Sinn, wenn er dort ausfährt. Na. So macht das mehr Sinn. Jetzt hat er die Spitzengeschwindigkeit erreicht und düst jetzt übers Land. Vielleicht tun wir noch ein paar Sehenswürdigkeiten reinpflanzen. Aber ich weiß nicht, wenn wir hier so Häuser hinzuholen, ob das als Mod gilt. Da kriegen wir ja keine Errungenschaften. Das möchte ich ja auch nicht. Aber ich bin gespannt, wenn hier mal stärkere Züge kommen, also mit mehr Power, Diesel-Loks, dann später auch mal Elektro-Loks. Das Elektro-Update wird wahrscheinlich nochmal richtig viel kosten, weil die ganzen Schienen hier umrüsten müssen. Muss ich da gleich mal gucken, welches Jahr wir sind. Und da ist das wunderschöne Örtchen Beltheim, meine lieben Freunde. Schaut es nicht hübsch aus. Da ist auch ein Zug, der fährt gerade ein oder fährt aus. Ich glaube, er fährt gerade aus. Oder? Er fährt aus, auf jeden Fall. Das steht fest. Aha, aha, aha. Fahr jetzt rüber. Oh, hier ist ein kleiner Gleisfehler. Aber so tragisch ist er ja nicht. Ja, und hier warten schon die ersten Passagiere. Hübsch, hübsch. So, das wollte ich machen. Mal schnell anhalten. Mal schnell ein Foto machen hier. Zack. Das muss ich wahrscheinlich drehen. Also wundert euch nicht, warum das auf dem Thumbnail dann wahrscheinlich andersrum ausschaut. So, drücke ich wieder drauf, geht's weiter.
Vier Leute fahren ja mit. Sehr schön. Wunderhübsch. Und meine lieben Freunde, wir wollten gucken. Hier hinten. Haben noch wenig Zeit. Hier in Surbrock. Ich habe mir was aufgeschrieben vor ein paar Folgen. BR53 plus 10 mal Personenwagen bayerisch auf Alfhausen Surbrock setzen. Was machen wir jetzt? 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auf was auf Alfhausen Surbrock? Alfhausen Surbrock. Weil hier Alfhausen Surbrock 50, wo ist der Zug? Fährt gerade weg und ist voll. Genau. Haben wir das dann nochmal drauf? 280 und 160 Passagiere. Wenn wir hier gucken, es lebt sich wirklich. Und da haben wir das doch schon mal ausgebaden. Da tun wir das erstmal abhaken. Hier, das haben wir erledigt. Haben wir erledigt. Zettel weg. Stift weg. Folge zu Ende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Du musst mich aber strecken hier. Zack. Und Zähne gestreckt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.